Einen wunderschönen guten Tag damit. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal 2. In der letzten Folge wurde GLaDOS erweckt. Das war jetzt nicht so gut. Ja. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein, ohne groß vorzureden. Ja. Testkammer Nummer 7. Okay. Was muss ich machen? Oh, aber habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Ey! Nimm dir noch einen anderen. Oh nein, schon wieder vermasselt. Kannst du aufhören, die ganzen Begleiter genug von den Dingern auf Lager. Du musst sie zu töten. Wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Ja. Oh, da war Wheatley. Warum ist der da? Okay. Hoch. Okay. Was muss ich machen? Mach mal da ein Portal hin. Nee, ich nehme, ich muss den Begleiter-Kubus mitnehmen, oder? Ich weiß es nicht. Oder muss ich einfach nur springen? Ich glaube, es kann nicht die einzigste Aufgabe sein, dieses Ding da mitzunehmen. Dieses Ding da einmal einzusetzen. Ich glaube, man braucht den mehr. Ja, eben hier braucht man den noch. Nee, okay, dann nehmen wir den noch kurz mit. Legen den da oben hin. Da schieße ich rechts, ist orange, okay. Wow, pam. Und zack. Perfekto. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Wir nehmen den Begleiterkubus mit, Leute. Nichts mit. Wie machen wir das? Oh, ich weiß wie. Wir machen hier ein Portal. Boah, sind wir fies. Wir haben einen Begleiterkubus. Ich glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Sie sind so empfindsam und wir haben so viele davon. Ich hasse dich, GLaDOS. Ich hasse dich. Okay, machen wir weiter. Wieso fahren wir eigentlich nach unten und nicht nach oben? Ich fände es besser, wenn wir nach oben fahren würden. Da ist das Aperture-Logo. Genau. Gestern habe ich die Thumbnails zu Portal gemacht und bin damit sehr zufrieden. Wie gefallen euch die? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die auch so cool findet. Hat eine Weile gedauert, die zu machen, aber ja. Emanzipationsgrills, weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Ich schieße mich hier mal durch. Oh, Vorsicht. Was machst du? Ah, du spawnst einfach. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das Ganze, was ich gesagt habe, langsam vor. Das habe ich verstanden. Was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe. Ah, okay. Vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. Also wir haben ja diesen Laser. Und der muss... Verstehe ich das richtig? Wir müssen diesen Kubus einfach nur hier durchnehmen. Das war's. Ja. Das war's? Ernsthaft? Wow. Okay, weiter geht's. Woo! Sprung. Drehung. Ja, okay. Fahren wir noch eine Stufe nach unten. Genau. Ich hoffe, das Ganze mit diesem Portal-Zeugs läuft jetzt besser. Ich habe die Qualität ein Stück weit runtergestellt. In der Hoffnung, es läuft jetzt alles flüssiger. Teil 3, die Rückkehr. Genau, da habe ich immer beendet. Das war das Letzte. Alles, was jetzt kommt, ist blind für mich. Okay.
Hier bewegen sich noch Sachen. Was machst du, Wusch? Hey, ich bin's, mir geht's gut. Was? Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht? Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre meine. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Ja, klar! Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's ja! Jetzt. Gib's zu! Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er. Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Nein! Nein, 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 da oben war Wheatley! Hallo, da oben war Wheatley! Wo muss ich mich eigentlich hinfeuern? Hallo, warte, 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 stopp, stopp, stopp! Ich muss doch irgendwie da. Ist das so einfach? Ernsthaft? Aua. Okay. Oh Gott. Da ist ein Button. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Okay. Ja, doch, so. Und dann irgendwo ein Dropdown. Hier? Kann ich hier droppen? Nö. Nee. Ah, doch, ich weiß wie. Warte, bist du orange? Du bist orange. Orange, 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 da. Wartet, 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 wartet. So muss das. Was hast du jetzt gebracht? Da liegt jetzt ein Kubus. Blau hier. Ich, aua. Das macht komische Geräusche, das Spiel. Okay, wir haben den Kubus. Und jetzt müssen wir den Laser irgendwie umlenken. In welche Richtung? Wohin? Der muss da nach hinten. Warte mal ganz kurz. Ah, wir können hier wortwörtlich ein Loch durch die Mauer schlagen. Indem wir einmal so machen. Einmal so. Das ist lustig. Das ist lustig. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen in dem Spiel. Halt. Oh. Willst du dich ausrichten? Ach so. Hä? Ich glaube, ich muss das später machen. Ich muss nämlich da noch hin droppen erstmal. Damit der Laser. Also, ihr seht es gleich. Wartet, wartet. Das Spiel ist schwer zu erklären. Ihr müsst einfach mitdenken. So. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler. Ein fetter Adler. Ey! Und jetzt schießen wir das Portal und es geht durch und dadurch. Nein. Okay, gut. Und dadurch öffnet sich hier das Ding. Wir mussten also zuerst hochgehen, weil sonst wären wir nicht mehr hochgekommen, weil uns die Flugkraft gefehlt hätte. Und Aufzug? Ach da. Oh, wie genial. Das sieht alles so richtig hochtechnisch aus. Also das Spiel ist ein bisschen kompliziert. Wenn ihr nur Gameplay sehen möchtet, dann guckt euch ein Gameplay an. Dann schaut euch so ein Walkthrough an. Und wenn ihr sehen wollt, wie jemand daran verzweifelt, dann schaut mir zu. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Okay, das hier muss weg. Das geht weg, indem wir den Laser wegmachen. Wie machen wir den Laser hier weg? Okay, kann ich mich irgendwo hinschießen? Ja, mach das mal so, oder nicht? Ich sollte mich. Oh, müssen wir uns doppelt feuern? Warte, warte, was? Was ist das hier? Das ist blau, okay. Ja, perfekto. Ich nehme den. Cube. Aua. Okay, ich habe den Cube. Ich
Was muss ich mit dem Kubus machen? Wenn ich mich jetzt hier hochfeuere, weil ich bin jetzt schwerer. Oh, ich kann den ja hier zwischenlegen. Und jetzt kann ich mich hochfeuern. Haha, ich hab's. Hoffe ich. Weiß ich nicht. 3, 2, 1, boom. Oh. Aua. Ach, und hier muss jetzt der Laser hin, oder was? Stopp, stopp, stopp. Warte, 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 warte. Ah, doch, doch. Nee. Oder vielleicht doch. Ich gehe mal hier runter. Kann ich? Nee. Nee. Hä? Ich bin überfordert, Leute. Ah, nee. Oh, nee, der kommt zu uns hoch. Ja, gut. Hätte man sich auch vielleicht denken können. Okay, ich weiß aber, was ich machen muss. Ich muss ein orangenes Portal setzen. Und zwar hier. Nein, orange. Da. Und mit dem hier das Ganze. Ja, weg. Bin mir sicher, ich brauche den noch für irgendwas. So machen. Ich nehme den Kubus mit. Und wir fliegen nach oben. Aber wir sind schwerer, gell? Oh, es klappt aber. Wohin fliegen wir? Ja, wir hätten wirklich den... Ich wusste es. Verstanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Oh, es gibt doch noch Menschen auf der Welt. Toll. Irgendwie ein bisschen unerwartet. Ich habe immer so das Gefühl, dass die alle schon tot sind. Dass wir der letzte Mensch irgendwie sind. Vor allem bei Weedly das vorher, oder am Anfang vorher, am Anfang des Let's Plays mal erwähnt hatte. Ich glaube sogar im ersten Part. Falls ihr die anderen Parts verpasst habt, schaut sie euch gerne an. Sind alle ganz cool geworden, glaube ich. Ja. Testkammer 11. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Ah ja. Wir müssen uns jetzt... Können wir also... Ich sehe das schon... Oh Gott. Oh, da unten ist Neurodin. Oh nee, sag nicht, das besteht jetzt nur aus solchen Aufgaben. Oh, fall da nicht runter. Guck mal hier, wohin? Fällt's einfach nur da runter. Irgendwie fange ich dich... Oh, orange da. Orange da. Orange da. Ah, ich hab's. Bitte! Oh Gott. Nee, doch nicht. Ich muss... Warte, was? Orange rechts. Hey, wie soll denn das machbar sein? Ich komme da überhaupt nicht rein. Oh mein Gott, sag bloß ich... Oh mein Gott, na... Was? Orange. Gott! Okay, okay, und jetzt einfach auffangen. Okay, 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 und schnell zurück. Ich hab grad... Oh mein Gott. Wie komme ich denn da hin? Ah, hier, hier vielleicht so. Und dann... Und dann vielleicht... Sprung! Ah, es könnte klappen. Okay, er ist oben. Und wie komme ich jetzt da hoch? Wahrscheinlich von der Seite oder so. Ja. Okay. Das Spiel ist schwerer, als es manchmal aussieht. Habe ich das schon erwähnt? Jetzt müssen wir noch lebendig dahin kommen, gell? Gut, wir haben's. Also, nochmal. Oh, das macht tolle Geräusche.
Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Ey, ich hab dich auseinandergebaut, nicht getötet. Das war nicht mein Ziel. Ich wollte dich reparieren. Das war meine eigentliche Aufgabe. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Ey! Heute schon wieder so richtig freundlich. Das macht einen so innerlich so richtig glücklich. Ich finde, da ist auch so eine Brücke hier. Ich finde das Spiel mit diesem Humor echt, das ist so... Ich glaube, das ist auch das einzigste Spiel, was sowas hat. Also die Portal-Reihe. Mit Half-Life kann ich nichts anfangen, aber sonst Portal. Wir machen heute mal eine längere Folge, weil ich gerade so richtig Spaß dabei habe. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Okay. Hey, hier oben! Oh, da! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel, 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 Vogel! Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch austüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Okay. Ja, wir haben gewartet. Mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Ah, nein. Oh Gott. Hier geht's wieder in eine Probe. Hä? Wie hält sie... Achso, doch, ich komme so dahin und dann... Nee, ich würde gern sehen, wo ich hinlaufe. Okay. So, und orange vielleicht dahin. Press the button. Take the Kubus. Wohin muss der Kubus? Ah, wir gehen nochmal zurück, weil hier haben wir ja so eine Art Safe Spot. Ich müsste orange umplatzieren. Orange war rechts, gell? Ich finde es gut, dass es manchmal solche Flächen gibt, auf denen wir einfach dingsen können. Ah, noch ein Stück tiefer? Ja, so. Achso. We forgot a Kubus. Was? Oh Gott. Oh mein. Ich habe die ganze Zeit irgendwie Angst, irgendwas kaputt. Na, wobei doch, wir können es jetzt ja anders platzieren. Ich krieg so den Kubus nicht. Warte. Wir setzen hier die Brücke und laufen dann. Bitte fall nicht runter, oh mein Gott. Und wir haben's. Ja. Okay. Also, ich kann nicht alles erklären, was genau passiert. Ich mache es einfach. Ja? Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Ich bin ein Profi, ich weiß, dass ich das super mache. Ja. Ich kann testen. Ich bin ein Tester. Ich komme aus dem Teste-Set. Du nicht. Du bist eine Blechbüchse. Ein Roboter. Nicht mal mit Menschlichkeit. Türme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte. Das bist du in 5 Sekunden. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Oder wird das sogar erklärt, wie das genau funktioniert? Cool. Das war's für heute mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, da unten den Daumen drücken, den nach oben, der nach unten, das fände ich nicht so cool, aber auf jeden Fall, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute.
Ciao.